Klaus, jetzt sag nicht, dieses Jahr war alles besser. Nun ja, neben ein paar Fahrzeugneuheiten, die in diesem Video aufgeführt sind, haben wir eine neue Szene ausgemacht, die als Familien und sogar zu fünft in alltagstauglichen Kleintransportern kampiert. Auch durften wir diverse Interviews mit interessanten Firmen und Verbandsvertretern zur Zukunft des Womo-Marktes und jüngeren Käufern sowie Familien führen. Und das alles in den folgenden 17 Minuten? Nein, aber For 5 Light und Zielgruppe Familien sind in zwei separaten Videos erklärt. Was erwartet uns jetzt hier? Die meisten Kasten des Vorjahres sind noch erhältlich. Wir haben uns auf Neuerscheinungen, kleine Anbieter und die drehbare Doppelsitzbank gestürzt. Leider taugt nicht alles auf dieser Seite für 5 mit unseren Maßstäben. Sind alles nur Kastenwagen? Fast. Fangen wir mit Tischer an. Aufsitzkabinen werden auf Pickups gebaut. Diese sind meist geländetauglich und bieten sogar 2 Sitzreihen. Doch leider gibt es keine Aufsitzkabine zu 5. Bauartbedingt ist hinten der Einstieg. Da entfallen dann weitere Querbetten. Kaman, die hatten wir doch schon mal. Mit dem Dexter 555 auf Ducato und H3 Superhochdach werden hinten ins Querbett 2, oben ins Dachbett 2 längs und in der umgebauten Halbdinette weitere 2 Betten gebaut. Ist das nicht zu eng? Auf 6 Metern baut man sich nachts ziemlich zu. Das angehobene Dachbett verringert die Kopffreiheit auf 1,83 Meter. Der Zusatzsitz sei der letzte wie aus dem Dexter Go des vergangenen Jahres. Das Fahrzeug war am Besuchertag noch in der Herstellung. Niemand wusste so richtig Bescheid, aber es gab immerhin 2 frische Prospektseiten und einen Preis. Und was ist das? Ich bin der großen Kopffreiheit auf die Spur gegangen. Im Knaus Boxlife war es dann doch nicht so geräumig. 2 Meter lang ist ja nicht jeder. Schau mal, der ist wieder höher. Das ist Lastrada Avanti F. Avanti steht für schnell und F für die Flexibilität. Dieser Kasten mit 2,83 Meter Außenhöhe und 6,40 Meter Länge hat einen Doppelboden und ist damit fußwarm und auch wintertauglich. Im Heck gibt es ein Querbett, im Bug ein Längshubbett. Das Auto strotzt vor Schub- und Staufächern. Es ist ein Mehrgenerationen-Auto für 4. Ein zusätzliches Fahrerhausbett ist bestimmt möglich, aber wohin kommt dann der 5. Sitz? Wegen des Doppelbodens lässt sich die Aluminiumbodenplatte des Schnierlesitzes hier nicht verbauen, obwohl der Bauraum passt. Und deshalb haben wir die drehbare Doppelsitzbank ins Gespräch gebracht. Du erinnerst dich, in unserem Blog hatte ein Leser diese statt einer normalen Vordersitzbank eingebaut und kann sie nun vollständig in die Halbdinette drehen. Ja, das ist doch ein super Prinzip. Wieso haben wir das nicht in unserem Camp Scout? Von FASP, dem Sitzhersteller, hatten wir bereits alle Zeichnungen und den M1 Prüfbericht erhalten. Die Zulassung gilt für Ducato Typ 250, baugleiche Autos. Am FASP-Stand zeigte man uns einen Film. Tja, ist ein super System. Dann gibt es den Avanti F jetzt als 5-Sitzer, oder? Leider nicht. Der Teufel steckt im Detail. Die Ausbauhersteller erhalten von Fiat ausschließlich 2-Sitzer. Baustellen-Ducatos haben dagegen 3. Doch um Elemente wie einen Gurtstraffer für den Mittelsitz oder gar einen Airbag anzuschließen, ist ein Eingriff in das zentrale Steuergerät notwendig. Hier geht es auch um Sicherheitstechnik und daher ist die Box versiegelt. Das hat uns Lastradamann Marco Lange erklärt. Tja, wir haben nun mal keinen Dreisitzer. Nur wer einen Dreisitzer hat, kann somit unproblematisch umrüsten. Sonst geht's nicht. Genau. Und so machten wir uns auf zu CS Reisemobile. Der Rondo XL hat Supermaße. Das Fahrzeug auf Basis des Sprinter ist fast 7 Meter lang. Geschäftsführer Oltmanns erklärte uns, dass 5-köpfige Familien bei ihm recht selten sind, aber er sehr wohl den Schnierle-Zusatzsitz-Einbau ermöglicht. Im Eingangsbereich ist genügend Platz vorhanden. Kleine Wermutstropfen sind Preise ab 75.000 Euro und ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,8 Tonnen. Aber damit darf ich dann eine 100 fahren. Der neue PKW-Führerschein unserer Tochter reicht auch nicht und auch die Maut läuft anders. Na schade. Schau mal, den haben doch wir. Wir haben nur die Neuerungen geguckt. Der Kühlschrank ist jetzt noch familiengrößer. Als Option sind Seitzrahmenfenster erhältlich. Ist aber nicht so dolle, weil sich durch die planen Fensterflächen die gewölbten Türen verziehen. Die Spannung sieht man im Licht. Wir haben nochmal nachgemessen. Durch die Matratzenverlängerung kommt man jetzt auf 1,94 Meter.
Noch eine Revolution? Schicke Farbe. Ja, du siehst nur die Farbe. Typisch Frau. Guck doch, der ist auf 6 Meter geschrumpft. Ja gut, die grundsätzlichen Möglichkeiten wie beim 6,36 Meter Revolution, also Rot-Rosa oder Campscout Revolution, sind im Prinzip gleich. Das heißt, unter dem Einbau des schnellen Sitzsystems kann ich hier einen 5. Sitzplatz generieren und genauso auch einen 5. Schlafplatz über den Alternativtisch kombiniert mit dem 3. Bett bei Pössl, die ja zusammen für 299 Euro angeboten werden, sodass wir hier die grundsätzlich gleiche Konstellation wählen können wie beim 636er. Vorteil hier ist im Prinzip die Gewichtsbilanz. Das Fahrzeug ist halt als Leitchassis im Eigengewicht niedriger und wenn ich mich an die 3,5 Tonnen Grenze nun mit aller Gewalt halten möchte, trotz dann bis zu 5 Personen, dann ist das hier auch mit dem Umbau deutlich leichter möglich als beim schwereren Fahrzeug. Jetzt müssen ja diese 40 Zentimeter irgendwo bleiben. Die Einsparung erfolgt im Wesentlichen im Bereich des Waschraums und der Küche. Wir haben hier mit nur 67 Zentimeter Einbaubreite ein extremes Raumbad, was wirklich voll darauf setzt, die gesamte Fahrzeugbreite als Waschraum und Toilettenraum auszunutzen. Und diese 67 cm sind halt die Masse der 30 cm oder bringen 30 cm von dem, was ich an Einsparungen brauche. Der Rest verteilt sich dann im Prinzip um wenige Zentimeter in der Sitzgruppe und natürlich auch noch ein bisschen im Bereich des Bettes, um insgesamt auf die 5,99 Meter zu kommen. Ja, für uns ist der wegen weniger Stauraum und kleinem Kühlschrank zu eng. Aber bei Kleinkindern durchaus passabel. Halbzeit. Und das ist das bisherige Resümee. Und danach sind wir auf zu Clever. Der Flex 636 und auch ein Sechssitzer waren die Highlights. Während Geschäftsführer Ralf Gösser mir einiges erklärte, inspizierten unsere Söhne gemeinsam das Auto. Warum ein Kawa für 6? Ja. Heim habe ich selbst mehrere Kinder, insgesamt 5. Wir fahren natürlich auch in Urlaub mit den Fahrzeugen. 3 Kleine sind noch bei mir zu Hause und versuche natürlich auch Freunde in der Freizeit. Meine Frau fährt auch zur Schule mit dem Fahrzeug, so viel wie möglich immer mit unterzubringen in den Fahrzeugen. Und deswegen versuchen wir in dem Bausatzprinzip insgesamt 9 Plätze crashmäßig abzunehmen in den Fahrzeugen, was wir jetzt erreicht haben. Und deswegen forciere ich auch die Fahrzeuge familienfreundlich zu gestalten. Da spricht ein richtiger Pragmatiker und auch noch ein praxisgerechter Vater, wenn ich das richtig sehe. Wie ist es denn mit dem Schlafen insgesamt mit 6 Personen? Ja, wir haben dieses Jahr nochmal ein Notbett entwickelt, was eigentlich die Grundlage war von meiner kleinen Tochter, die jetzt natürlich auch ein bisschen größer wird, aber sie hat sich immer sehr wohl gefühlt. Das war ihr Schlafzimmer vorne. Wir haben, glaube ich, die beste Lösung auch mit einem Notbett quer zur Fahrertür. Wir bieten den Maxi-Kids, wir mieten den Kids mit 2 Fahrzeugen am Markt, was kein anderer hat. Man kann auch den Flex mittlerweile bekommen, den langen mit Doppelbett. Und so gesehen hätten wir auch theoretisch 6 Schlafplätze in den Fahrzeugen. Bestellungen hat es auch im letzten Jahr schon relativ heftig gehagelt. Das ist gut. Negativ ist, wenn daraus lange Lieferzeiten werden oder die Fahrzeuge gar nicht ausgeliefert werden können. Was tut denn jetzt Clever konkret dagegen? Ja, wir haben ja am Anfang schon das Gespräch gehabt, dass wir im Zweischichtbetrieb ab 1. Oktober einfach Pferdchen werden. Wir werden größere Losgrößen einfach machen. Es wird nicht mehr unter 30 Fahrzeuge als Losgröße einzelne Typen produziert werden. Es kann natürlich dann auch mal passieren, dass wir jetzt den Händlern, den Kunden sagen, im April bauen wir 30 Maxi-Kits und dann nicht mehr. Da müssen wir uns jetzt drauf einstellen, so leid wie es uns tut, für uns auch positiv, dass unser Produkt so gut ankommt. Negativ, wir wollten natürlich, könnten viel mehr machen. Ja gut, also ich sehe es auch positiv, zumindest sieht man das als Endkunde im Preis. Vielen Dank fürs Interview. Und was nimmst du nun mit? Alle Bilder waren aus diversen Fahrzeugen, die Clever ausstellte. Flexibel lässt sich alles zusammenstellen. Leider war das Längs-Doppelstockbett nicht zu sehen. Das Versprechen zur Lieferzeit scheint mir authentisch. Oh, das ist der neue VW T6. Aber darüber berichten ja nun alle. Überraschung mit T6 im Cover for 5 Light Video. Aber erst zu Roadcar. Die Marke mit den Hammerpreisen hat 3 verschiedene Grundrisse. Selbst der längste mit 6,40 Meter hat nur ein H2-Hochdach.
Kleine Gimmicks wie der von außen erreichbare Kühlschrank oder die Vorzelt-LED sind nett. Auch als Fünfsitzer klappt es leider nicht mit dem Schlafen. Der optisch tolle Herd hat 3 Gasflammen, die braucht kein Mensch. 5 Meter lang, hat einen sehr kleinen Wendekreis von 10,8 Meter. Also der ist halt für die Stadt geeignet. Du kriegst einen ganz normalen Parkplatz, kannst in der Großstadt halt auch reinfahren und auch täglich nutzen. Und aber du kannst halt auch damit in Urlaub fahren. Also das ist so diese perfekte Mischung, wenn du dir nur ein Auto leisten kannst oder nur willst oder nur eins fahren willst. Und was halt beides kann, dann ist das ein ziemlich perfektes Auto, sag ich mal. Für eine Familie bis zu 4 Personen kann man da wochenlang in Urlaub fahren. Und das ist ein Westfalia-Umbau für bis zu 5 Personen zum, ich sag mal, Sitzen und Fahren und Schlafen. Also 4 Personen, 5 Personen könnte man machen, aber das wird eng. Also wir haben hier oben ein Bett, das kann man ausklappen auf die Länge bis nach hinten. Da hat man ungefähr so 1,40 Meter Breite und 2,10 Meter Länge. Das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger. Also für große Leute ist das ziemlich gut geeignet, das Bett oben. Und hier unten kann man noch ein Bett ausklappen. Das ist dann nur 1,25 oder bis 1,30 breit und 1,90 Meter lang. Also das sind dann eher für die kleineren Leute. Ne? Für Kinder oder so, die können auch. Zum Essen mit 5 Personen? Zum Essen mit 5 Personen, das ist machbar, ne? Würde ich mal sagen. Also man kann hier schon zu dritt, es geht, sage ich mal. Das ist jetzt nicht das Komfortabelste, aber es funktioniert. Und Toilette ist halt auch dann eine kleine Chemietoilette von Porta Potti 335, so eine kleine, die kann man da hinten verstauen oder rausholen. Du betreibst das Nugget Forum. Wie wichtig ist den Nutzern oder den Kaufwilligen der Austausch untereinander? Und wie geht das Ganze? Das ist wichtig. Also das Ding ist, wenn du auf ein Forum gehst, das ist ja bei vielen oder bei den meisten Foren so, dass du dann wirklich die Alltagsinformationen zu dem Fahrzeug bekommst. Ne? Also, wenn du jetzt zum Händler gehst, dann ist es so, du hast eine Broschüre, da steht alles drin, wie toll der ist, was er alles kann, aber was er dann wirklich im Alltag, wie er sich bewährt im Alltag oder im Urlaub oder ob es da noch andere Ideen gibt oder wie andere damit umgehen oder so Hilfen, wie macht er das mit Gasflaschen und solche Sachen, dass diese Antworten kriegt man halt da. Danke nach Hamburg. Aber mir wäre das ein bisschen zu eng und ich glaube, mir würde das Bad auch fehlen. Jetzt zu HRZ. Ein Spezialist, der auch behindertengerechte Mobile ausbaut. Zwar nicht am Fahrzeug, aber am Rechner, erläuterte Geschäftsführer Ilia Akavi. Die schmierle Schienen. Der ist dann sogar drehbar, okay. Da ist Sie den hier, das ist nämlich ein Sechster gewesen. Ja. So, das wäre hier drehbar, das macht so 5, 17 kann ein Tisch. So würde das aussehen. Wenn man den braucht, kann man den reinmachen, wenn man den nicht braucht, weg ist er. Wo ist er dann? In der Garage. Ja, ich fahre mit 5 Leuten auf den Stellplatz und dann will ich nachts schlafen. Nein, und dann ist es so, dann wird die Rückenlehne nach vorne gekippt, dass man einen aussteigen kann und bleibt aber drin. Okay. Das heißt, man kann jetzt zu 4 fahren, zu 5 fahren. Das Bett hat 5 Schlafplätze und 5 Sitze. Das Besondere ist, wir sind unter 6 Meter lang, unter 2 Meter breit und unter 3,5 Tonnen. Okay. Mehr geht unter 3,5 Tonnen zu 5 Tonnen. Das ist jeweils ein Sonderausbau des Dreh-Modells mit dem Schnierle Alu-Systemboden auf Sprinterbasis. Kostet ca. 70.000 Euro aufwärts. Waren das jetzt alle? Die richtig großen Hersteller hatten wir bisher gar nicht. Und deshalb ging es zu Hümer. Die hatten eine Halle nur für sich gepachtet. Da wird doch im Portfolio irgendwas für Familien zu finden sein, fragten wir den Leiter des Konzernmarketing, Tobias Welp. Hier stehen wir vor einem Hümer-Car. Das hat als Besonderheit ein aufstellbares Dach, ein Hubdach. Bietet ganz klar den Vorteil, die Kinder können abends, wenn sie ins Bett sollen, in das Dach krabbeln und wir können als Eltern, Erwachsene weiterhin unten den kompletten Wohnraum nutzen, um den Abend ausklingen zu lassen. Wie sieht es jetzt beim Fahren aus? Wie sitzen die Kinder? Welche Funktion gibt es da? Die Kinder sitzen auf der Rückbank, das ist ganz klar. Für die Kindersitze haben wir insbesondere in die Polsterung der Sitze einen Seitenhalt erhöht, eine Verstärkung im Seitenhalt eingebaut, dass das Kippen der Seiten der Kindersitze reduziert. Leider bietet Hümer-Car entweder 5 Sitzer oder Fahrzeuge mit Toilette an, aber nicht beides zusammen. Aber gibt es noch andere Hümer-Marken? Erwähnen möchte ich zum Beispiel, wenn wir im Bereich Kastenwagen sind, die Marke Bürstner mit dem Modell Brevio, ein teilintegrierter, der allerdings die Abmaße, kompakten Maße Vorteile eines Kastenwagens bietet, das sprich eine Fahrzeugbreite, Fahrzeuglänge,
genau ein Pendant zum Kastenwagen darstellt, aber aufgrund des Aufbaus eines Teilintegrierten mehr Raum bietet. Na, fast ein Kastenwagen dank Riesenheckklappe. Doch der fünfte Sitz fehlt. So, jetzt haben wir alle durch. Fassen wir auch die letzten sechs Fahrzeuge mit wenig Worten zusammen. Und genau wie vergangenes Jahr haben wir uns ein verbindliches Angebot geben lassen, also Straßenpreise. Ohne Sonderzubehör, aber mit fünf Sitzen und Betten sowie Überführung. Der Markt ist völlig unüberschaubar. Die fünf Sitzer sind in den vielen Hallen gar nicht zu finden. Ohne unsere Aufklärung ist ein Käufer völlig verloren. Aber wir sind ja auch gelegentlich zum Fachsimpeln erreichbar. Wir Fünfköpfigen sind nicht allein. Junge Familien allgemein entdecken aber das Womo-Fahren neu. Spontan und stellplatzhoppend im alltagsnutzbaren Kompaktvan sind ein absoluter Trend. Ja, aber diese Themen finden sich in den anderen beiden Videos. Und dort werden alle Interessenten hinreichend und gut und technisch versiert.